Hallo beim Menschenfischen. Mein Name ist Michael Waletzko. Ich bin 35 Jahre alt und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir haben zwischen 70% und 90% Single-Haushalte in Großstädten. Die einzige Abhängigkeit, in die wir uns bemühen sollten, ist die Abhängigkeit. Wie komme ich von Pornos weg? Warum ist Pornografie nicht gut für uns? Und dazu ein Buch von John Eldredge, Der ungezähmte Mann. John Eldredge, hier noch einmal für euch. So schreibt sich das, Der ungezähmte Mann. Das ist ein Buch, was ich gerade lese und da habe ich was angestrichen. Das möchte ich euch gerne einmal vorlesen. Warum ist Pornografie das schlimmste Suchtmittel im Universum, gerade für Männer? Bilder erregen Männer sehr viel stärker als Frauen. Aber der tiefere Grund liegt darin, dass die Wirkung der verführerischen Schönheit ins Innere eines Mannes hineinreicht. Sie rührt die verzweifelte Sehnsucht nach Bestätigung als Mann an. Das bedeutet, dass wir durch Porno gucken, Pornos schauen, nach Bestätigung suchen. Pornos machen uns abhängig. Wir sind nicht geboren, wir Männer sind nicht dazu geboren, um als Sklaven zu leben, die abhängig sind von etwas, die gefangen sind in etwas. Wir sind dazu geboren für die Freiheit und alles, was uns süchtig macht, macht uns zu Sklaven. Jeder Mann hat das Verlangen nach Freiheit. Pornografie nimmt uns Freiheit weg. Warum gehen Männer jagen? Warum gehen Männer fischen? Warum wollen Männer aufs Wasser? Warum kaufen wir uns Cabriolets, wo wir den Wind einfach spüren wollen und sagen, hey, ich bin frei, Musik anmachen, los geht's. Warum? Weil wir frei sein wollen. Wir Männer sind dazu geschaffen, frei zu sein. Pornos machen uns abhängig. Das heißt, sie machen uns zu Sklaven. Und deswegen ist es schlecht. Wie kommen wir davon weg? Also ich bin mit diesem Problem zu einem Priester gegangen, in die Beichte. Klingt vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen komisch. Mir war es bewusst, wenn ich sündige, stelle ich mich gegen Gott und entferne mich von Gott. Und ich wollte mich nicht von Gott entfernen. Ich wollte näher zu Gott, also bin ich zu einem Priester gegangen. Hab das gebeichtet und das Krasse bei dem Priester ist einfach, also wenn du zur Beichte gehst, der Priester hat die Vollmacht, uns die Sünden zu vergeben. In der Tat fühlt es sich an, als wenn dir einer einen Laster wegnimmt. Etwas wegnimmt und wo er sagt, deine Sünden sind dir vergeben im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, kannst du von vorne beginnen. Also jedes Mal, wenn du gefallen bist, kannst du von vorne starten. Das ist das Krasse. Manche Leute meinen ja, die Beichte wäre der totale Quatsch und niemand bräuchte das. Und das Krasse ist aber an der Beichte, dass wir uns bewusst werden, dass wir was falsch machen und dass wir uns eingestehen, dass wir es nicht nochmal machen wollen. Beziehungsweise, dass wir uns vornehmen, es nicht nochmal zu machen. Und ich habe zu der Beichte das Rosenkranzgebet entdeckt und wer es noch nicht kennt, einfach mal googeln, beziehungsweise ich werde in Zukunft da auch eine kleine Sendung drüber machen. Also bei mir war es so schlimm, dass ich nicht einschlafen konnte, ohne dem, also nicht immer, aber sehr, sehr häufig. Und ich habe dann den Rosenkranz in die Hand genommen, habe gesagt, so entweder Laptop oder Rosenkranz. Und ich habe irgendwann angefangen, habe gesagt, so Gott, du hast mich als freien Mann geschaffen, also verhelf mir zur Freiheit. Und ich habe angefangen zu beten und bin eingeschlafen. Einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, zehnmal, zwanzigmal. Und irgendwann mal war ich komplett frei davon. Alles, was die Hemmschwelle verringert, ist vor allem in der ersten Phase schlecht. Mach Sport. Das heißt, viele Männer nutzen das ja, um sich abzureagieren, um einen bestimmten Frust abzubauen, vielleicht den Stress des Tages. Mach Sport, melde dich in einem Fitnessstudio an, tu was für deinen Körper. Geh laufen, geh joggen, Freeletics, was weiß ich was. Wenn du nicht weißt, wie es geht, google es. Such dir eine Alternative, was dich müde macht. Wo du sagst, ey, ich habe was geschafft. Bau etwas, bau einen Tisch aus Europaletten. Ganz egal. Lerne ein Instrument zu spielen, lerne eine Sprache, besuch einen Sprachkurs. Es gibt Millionen Dinge, die man lernen kann, die wirklich alle viel besser sind wie Porno. Bringt euch was bei, entdeckt, was ist in mir drinne. Macht euch nicht zu Sklaven, Leute. Tinder, Facebook, Badoo, Lovo, die ganzen Ladies, die sich da, seid ihr dessen bewusst, wir leben in einer Zeit, wo das, ich nenne es jetzt mal böse, Angebot an Frauen so groß ist wie noch nie.
oder die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, wie noch nie, zumindest wird uns das suggeriert durch diese ganzen Portale. Und wir haben zwischen 70% und 90% Single-Haushalte in Großstädten. Parship. Jede Minute oder alle 10 Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Richtig, ein Single, nicht zwei, eins. Eins verliebt sich in das andere nicht in das eine. Und dann bist du frustriert, warst auf Parship, hast keine gefunden. Was machst du? Schaltest von vorne ein. Totaler Scheiß. Sport machen. TV weglassen. Tinder weglassen. Facebook weglassen. Alkohol weglassen. Versucht, Stress zu vermeiden. Das sind jetzt nur die Sachen, die ihr weglassen sollt. Okay, das klingt so, oh mein Gott, jetzt habe ich nichts mehr in meinem Leben. Instagram weglassen. Wir sind für Freiheit geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, Gott hat uns nicht gemacht, um als Sklaven zu leben, sondern frei zu sein. Und versuche, dem Kern dessen nachzugehen, wofür dich Gott geschaffen hat. Und das ist Freiheit. Und wenn du frei bist, wirkst du auch ganz anders auf Frauen. Du machst dir selbst ein schlechtes Gefühl, beziehungsweise dadurch, wenn du dir ein Porno reinziehst, fällst du ja immer wieder in ein Loch. Das heißt, dein Selbstwertgefühl sinkt. Die einzige Abhängigkeit, in die wir uns bemühen sollten, ist die Abhängigkeit von Gott, dass wir Gott in unser Herz lassen. Das Schöne an uns Männern ist, wenn wir etwas begriffen haben, wenn wir etwas verstanden haben, dann können wir es einfach umsetzen. Zu sagen, hey, das ist scheiße, ich muss es umsetzen, du musst darüber nicht philosophieren. Hammer, Nagel, Wand, rein damit. Bums. Da brauchst du nicht drüber zu philosophieren, ob der Hammer stark genug ist, ob der Nagel dick genug ist, ob die Wand weich genug ist. Und nimmst den Hammer, klopfst ihn in die Wand, fertig. Wenn es nicht geht, nimmst den Bohrer, suchst nach einer Alternative. Dafür wurdest du geschaffen. Freiheit, Abenteuer, Ehrlichkeit, Mannsein, Männlichkeit. Dafür sind wir Männer geschaffen worden. Eine Sache noch. Achte darauf, mit wem du abhängst, was diese Leute in die Gruppen posten, in denen du bist. Was dir deine Freunde, deine Bekannte schicken, und versuche darauf zu verzichten. Und sei offen und ehrlich zu diesen Männern, zu deinen Freunden, und sag, Leute, ich möchte das nicht, dass ihr das schickt. Es tut mir nicht gut. Pornos sind männerverachtend, denn wir sind nicht dafür geschaffen worden, um Frauen zu benutzen wie ein Stück Dreck, sondern sie auf Händen zu tragen wie eine Königin und uns um unsere Frauen und Kinder und Familien zu kümmern. Dafür sind wir Männer geschaffen worden. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch ganz viel Freude bzw. ganz viel Mut und Kampfgeist gegen diese Sucht. Anstatt einen Porno einschalten, einfach mal beten und zu unserem Vater, zu unserem himmlischen Vater, zu Gott, einfach versuchen, wieder Kontakt aufzubauen. Er macht euch stark. Er gibt euch die Kraft, das sein zu lassen. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist jetzt August 2018 und seit August 2017 bin ich frei von diesem Dreck. Und ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Freiheit bedeutet, dass ich Herr über meinen Körper bin. Freiheit bedeutet, dass ich Herr über meinen Körper bin. Herr über meine Gefühle, über meine Gedanken, dass ich sage, hey, da kommt etwas, da kommt eine Versuchung und ich kann Nein sagen. Das bedeutet Freiheit. Das ist ein ganz, ganz dicker, fetter Tipp vom Herzen. Wirklich vom Herzen meine ich das. Such einen Beichtvater. Such dir einen Priester. Es gibt so viele coole junge Priester. Unter anderem, also wenn du aus Bochum kommst, im Kloster Stiepel, jeden Tag von 17 bis 17:45 ist dort Beichtgelegenheit. Da gibt es ganz, ganz wunderbare Priester. Junge Leute, irgendwas um die 30, natürlich auch älter, aber manche sind jung. Und ganz, ganz tolle Typen, die dir helfen, da rauszukommen. Erst dann empfindest du wahre Freiheit. Ich habe es auch geschafft, dann schaffst du das auch. In diesem Sinne, alles Liebe. Ich wünsche dir viel, 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 viel Mut, viel Kraft und lass dich nicht unterkriegen. Ciao.